Ich ruhe in Gott, erinnert uns die Lektion 109. Also welche Geschenke hat uns doch dieser Kurs in Wundern zu geben? Welch großartige Botschaft! Eigentlich haben wir manchmal so das Gefühl, ich möchte nur noch bei dieser Lektion bleiben und ich brauche überhaupt nicht mehr weitergehen. Denn jede Lektion, die wir anwenden, erhebt uns in unserem Geist, gibt uns den Frieden und die Zuversicht und kündet uns von einer Welt, die jenseits unserer Gedanken existiert und die uns all das gibt, was wir wirklich wollen. Ich ruhe in Gott bedeutet, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich brauche nichts mehr und ich brauche keine Angst mehr haben. Ich bin in vollständiger Sicherheit. Nichts kann mir geschehen. Es ist einfach nur Frieden. Kannst du dir vorstellen, wie es ist? Alle deine Bedürfnisse sind erfüllt. Welch Seelenfrieden da einkehrt? Welch Stille? Welche Harmonie und welches Vertrauen? In absolutem Vertrauen zu sein und vor nichts mehr Angst zu haben, sich um nichts mehr zu sorgen. Welch eine frohe Botschaft, die dir diese Lektion vermitteln kann. Erlaube dir vielleicht mal für einen kurzen Augenblick, dir vorzustellen, dass in Gott alle Bedürfnisse erfüllt sind. Und da jeder in deinem Erfahrungsuniversum auch in Gott ruht, sind auch dessen Bedürfnisse erfüllt. Also wo gibt es dann noch etwas zu tun? Wo gibt es dann noch eine falsch verstandene Hilfe zu geben? Die Bedürfnisse sind erfüllt. Und wenn du diese Gedanken überträgst an jemanden, der Not leidet, an jemanden, der Angst hat, an jemanden, der Schmerzen leidet, an jemanden, der Angst hat vor dem Tod oder vor dem Leben, an jemanden, der überhaupt nicht mehr weiter weiß. Du überträgst einfach nur die Gedanken, all deine Bedürfnisse sind erfüllt, weil du in Gott ruhst. Da sind wir wahrlich hilfreich und wir werden das, was wir geben, empfangen. Und so werden wir mehr und mehr in die Erfahrung gelangen, dass Gott tatsächlich existiert, denn wir bekommen sofort die Antwort. Wir bekommen sofort die Antwort von einem unermesslichen Seelenfrieden. Jedoch, wenn ich um diese Welt herumrenne und hier und da noch irgendwelchen Mangel sehe oder ich glaube, ich bräuchte noch dieses oder jenes, oder mein Nachbar oder meine Kinder oder mein Mann oder meine Frau bräuchten noch dieses oder jenes, dann weiß ich nicht um die Stärke Gottes. Dann weiß ich zwar um die Schwäche des Egos, aber sonst nichts. Und die Schwäche des Egos ist natürlich einem jedem bekannt. Und wir müssen diese Schwäche ja nicht mehr immer wieder darstellen. Wir müssen sie ja nicht immer wieder wiederholen. Wir können ja auch ohne weiteres etwas Neues in unsere Erfahrung bringen. Ich ruhe in Gott. Ich ruhe in Gott baut um dich herum eine Aura des Lichtes auf, in der dich nichts mehr bedrohen kann. Und jeder kann in diesen Kreis des Friedens zu dir kommen. Denn wer in Gott ruht, der gibt diese Ruhe, diese Stille, diesen Frieden, diese Liebe ohne weiteres weiter.
Und jeder ist eingeladen, mit dir in dieser Aura des Lichtes, der Stille und der Freude zu ruhen. Gott will, dass du glücklich bist und du gibst nur noch das Glück weiter und die Stärke und die Zuversicht. Jeder, der zu dir kommt, macht die Erfahrung der Zuversicht und des Vertrauens. Denn jeder kann mit dir in Gott ruhen. Und welch ein großer Unterschied ist dies denn im Gegensatz zu, wenn du dem Ego glaubst, dass und jeder ist mit dir im Mangel, jeder ist mit dir im Schmerz, jeder ist mit dir im Sorgen. Was für eine grässliche Erfahrung, was für ein furchtbarer Vorgang. Wenn wir doch eine andere Wahl haben, wenn wir doch eine andere Entscheidung treffen können, wenn wir doch die Welt heilen können. Wenn wir doch wirklich die Erfahrung des einen machen können. Ich ruhe in Gott ist eine, für mich eine zentrale Botschaft des Kurses im Wundern. Denn jedes Mal, wenn ich diese ausspreche, wecke ich das Licht Gottes in mir wach. Und im Licht Gottes können keine Probleme existieren. Im Licht Gottes kann keine Krankheit existieren. Im Licht Gottes wecke ich den Heilstrom Gottes in mir und in dir und in der ganzen Welt. Hier zeigt sich der geheilte Heiler. Er glaubt nicht mehr an die Schmerzen anderer, die sie ständig erzählen. Er überträgt die Information des Friedens und der Heilung. Hey, wir ruhen im Herzen Gottes. Und hierin sind wir geheilt. Und hierin erfahren wir Frieden. Spürst du, welche Stärke du dadurch vermitteln kannst? Spürst du, welche Kraft du dadurch aktivieren kannst? Und welche Freude du dadurch weitergibst? Eine Freude jenseits deiner Sinne? Eine Freude jenseits deines bisherigen Bezugsrahmens, den du so schön ausgeschmückt hast, mit Vergänglichem? Heute bitten wir um Ruhe und um eine Stille, die nicht durch die Erscheinungen der Welt erschüttert wird. Wir bitten um Frieden und um Stille inmitten all des Aufruhrs, der aus aufeinanderprallenden Träume geboren wird. Wir bitten um Sicherheit und Glück, obschon wir auf Gefahr und Leid zu blicken scheinen. Und wir haben den Gedanken, der unsere Bitten mit dem erfüllen wird, um was wir bitten. Ich ruhe in Gott. Dieser Gedanke wird dir die Rast der Ruhe, den Frieden und die Stille und auch die Sicherheit und das Glück bringen, die du suchst. Ich ruhe in Gott. Dieser Gedanke hat die Macht, die Wahrheit zu erwecken, die schlafend in dir liegt und deren Schau über die Erscheinungen hinaus zu jener selben Wahrheit in allem und in jedem Blick, das es gibt. Hier ist das Ende allen Leidens, für die ganze Welt und für alle, die je gekommen sind und noch kommen werden, um eine Zeit lang zu verweilen. Dies ist der Gedanke,
in dem der Sohn Gottes von Neuem geboren wird, um sich selbst wieder zu erkennen. Welch frohe Kunde, welche glücklichen Worte werden uns hier überreicht, welch starke Kraft wird uns hier übertragen vom Christus. Welche Macht haben wir, wenn wir auf irgendwelche Kriegsgeschehen schauen und wir in der Lage sind, dort Ruhe und Frieden hineinzubringen. Welch unsagbare Stärke haben wir, wenn wir die Kranken wieder gesunden lassen. Ist das möglich? Natürlich. Wer hat denn die Welt gemacht? Wer hat denn die Welt erträumt? Und wer kann sie in seinem Geist wieder erlösen? Natürlich du. Und wie machst du das am schnellsten, effektivsten und am einfachsten? Hier ist der Katalysator. Wir ruhen in Gott. Und dann werden wir still. Und dann werden wir ruhig. Und wir genießen uns im Herzen Gottes. Wir genießen dessen Freiheit ohne Körper. Wir sind Geist, Wesen. Wie fühlt sich das für dich an? Vielleicht scheint es noch ein bisschen groß zu sein. Und dennoch bist du eingeladen, diese Lektion wirklich zu üben, dir immer wieder Zeit zu nehmen, dich zurückzunehmen, diese Worte, die dir hier gegeben werden, zu fühlen, die Kraft Gottes wieder zu fühlen. Du kannst das. Jeder, der hier heute zuhört oder den Kurs in Wundern in der Hand hat, kann die Kraft Gottes fühlen. Genau. Jetzt. Ich stelle mir hier immer vor, oder sagen wir mal so, mir hat es immer wieder geholfen, mir bildlich vorzustellen, wie ich so als kleines Kind in einer wärmenden Hand ruhe, im Herzen Gottes. Und das hat mir immer wieder sofort eine große Zuversicht gegeben. Ich habe mich einfach als kleines Kind dorthin gegeben, weil ich verstanden habe, dass ich auf meine Art und Weise in dieser Welt zurechtzukommen immer wieder scheitere, immer wieder Schmerz hervorrufe und Angst. Und immer wenn ich mir vorstellte, dass ich als kleines Kind in diesen wärmenden Händen im Herzen Gottes ruhe, ging es mir sofort besser. Ich habe mich entspannt und kam zur Ruhe. Und ich ruhe in Gott, ist eine wirklich hilfreiche Möglichkeit, sofort Frieden in deinem Geist herzustellen. Egal wie es dir geht, egal wo du jetzt bist, dieses angewandt wird dich in Frieden bringen und dein Umfeld erheitern. Ich ruhe in Gott. Vollkommen unverzagt wird dieser Gedanke dich durch Stürme und durch Zwietracht an Elend und an Schmerz, an Verlust und Tod vorbei zur Gewissheit Gottes tragen. Da ist kein Leiden, das er nicht heilen könnte. Da ist kein Problem, das er nicht lösen könnte. Und keine Erscheinung gibt es, die sich nicht vor deinen Augen, der du in Gott ruhst, zur Wahrheit wenden würde. Dies ist der Tag des Friedens. Du ruhst in Gott, und während die Welt durch Sturmwinde des Hasses zerrissen wird, bleibt deine Ruhe völlig ungestört. Dein ist der Wahrheit Ruhe.
Erscheinungen können dir nichts anhaben. Du rufst allen zu, sich dir in deiner Ruhe anzuschließen, und sie werden dich hören und zu dir kommen, weil du in Gott ruhst. Sie werden keine andere Stimme außer der deinen hören, weil du deine Stimme Gott gegeben hast. Und jetzt ruhst du in ihm und lässt ihn durch dich sprechen. In ihm hast du keinen Kummer und keine Sorge, keine Last, keine Angst, keinen Schmerz, keine Furcht vor zukünftigen und keine Reue für Vergangenes. Du ruhst in der Zeitlosigkeit, während die Zeit vergeht, ohne dich zu berühren, denn deine Ruhe kann sich in keiner Weise je verändern. Du ruhst heute, und wenn du deine Augen schließt, versenke dich in Stille. Lass diese Ruhezeiten und Atempausen deinen Geist mit Sicherheit erfüllen, dass alle seine rasenden Fantasien nur Fieberträume waren, die schon vergangen sind. Lass ihn still sein und dankbar seine Heilung akzeptieren. Jetzt, da du in Gott ruhst, werden keine fürchterlichen Träume mehr auftreten. Nimm dir heute Zeit, von Träumen wegzugleiten in den Frieden. Jede Stunde, in der du dich heute in die Ruhe zurückziehst, wird ein müder Geist plötzlich froh. Beginnt ein Vogel mit gebrochenen Flügeln zu singen. Fängt ein trockener Bach erneut zu fließen an. Die Welt wird von Neuem geboren. Jedes Mal, wenn du ruhst und stündlich dich erinnerst, dass du gekommen bist, um Gottes Frieden in die Welt zu bringen, damit sie mit dir ihre Ruhe finden möge. Mit jeden 5 Minuten, die du heute ruhst, kommt die Welt dem Erwachen näher. Und die Zeit in der Ruhe, das einzige sein wird, was es gibt, kommt dem Geist aller Erschöpften und Müden näher, die jetzt zu matt sind, ihren Weg allein zu gehen. Und sie werden hören, wie die Vögel wieder singen, beginnen und sehen, wie der Bach wieder anfängt zu fließen, um mit wiedergeborener Hoffnung und erneuter Kraft beschwingten Schrittes den Weg zu beschreiten, der plötzlich leicht erscheint, während sie ihn gehen. Du ruhst heute im Frieden Gottes und rufst aus deiner Ruhe deine Brüder an, um sie zu ihrer Ruhe hinzuziehen, zugleich mit dir. Heute wirst du deiner Verpflichtung treu sein und niemanden vergessen, sondern alle in den grenzenlosen Kreis deines Friedens bringen, an jenen heiligen Ort, an dem du ruhst. Öffne des Tempels Pforten und lass sie kommen von fern und nah. Deine entfernten Brüder und nächsten Freunde, lade sie alle ein, hier einzutreten und mit dir zu ruhen. Du ruhst im Frieden Gottes heute, still und ohne Angst. Ein jeder Bruder kommt, sich auszuruhen und seine Ruhe dir zu schenken.
Wir ruhen hier gemeinsam, denn so wird unsere Ruhe vollständig. Und was wir heute geben, haben wir schon empfangen. Die Zeit ist nicht der Hüter dessen, was wir heute geben. Wir geben denen, die noch ungeboren sind, und den Hingegangenen, jedem Gedanken Gottes und auch den Geist, in dem diese Gedanken geboren wurden und in dem sie ruhen. Und wir erinnern sie an ihre Ruhestätte jedes Mal, wenn wir uns sagen, ich ruhe in Gott. Ah, fühle das mal, was das bedeutet. Ich ruhe in Gott. Fühle diese Worte. Fühle diese Stärke. Fühle diese Zuversicht und fühle dieses Licht, das du heute zu geben hast. Du wirst die Welt erlösen, weil du deine Wahrheit wahr machst und weil du nur noch diese Wahrheit demonstrieren willst und souverän im Geiste und im Herzen Gottes ruhst. Danke für dein Geben dieser unbeschreiblichen Stille. Danke für dein Dasein. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst, und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.